zurück zu einem christlichen und wunderschönen, neuen, farbfrohen, weihnachtlichen Let's Play. Heute begrüßen wir kleine Kinder, große Kinder auf einer Map namens Christmas Wizard, oder? Ja, Xmas Wizard. Xmas Wizard. Hast du es bald, Miguel? Das ist... Och Mann. Sag deinem Sohn, er soll schon mal üben für Weihnachten singen. Ja, er versucht's ja gerade. Na okay, komm, dafür, dass er ein kleiner, knuffiger Junge ist, darf er ruhig so viel Scheiße bauen, wie er will. Hauptsache, die Kinder freuen sich auf neue weihnachtliche Stimmung. Okay, die Musik macht mir irgendwie keine große Freude, aber Hauptsache, den Zuschauern gefällt es. Ne, Mo, der kommt auch bald eines Tages wieder zurück. Der hat auch vor, wieder meiner Community beizutreten. Okay, lass mal ein bisschen der Musik zuhören und launchen. Und wir alle kennen bestimmt die Wizard Map. Sie war, glaube ich, auch mal MOTW, wenn ich mich nicht täusche. Wieder zurück in Brickforce von Ploxy, oder? Du hast... Nein, ja, ich habe sie gebaut, aber auf dem Account von Changer. Ach ja, genau, der Changer. Ah, da ist auch schon der Schlitten. Ach ja, du hast in Season 3, jetzt siehst du dich den Portalen. Da kommt der Plox ja auch schon. Unser Stargast heute. Ne, Stargast... Stargast... Ja, ich bin nicht so gut. Ich habe einen leggigeren PC, der verursacht... Also an die Leute, die mich nicht... Ich sag auch abonniert haben oder nicht abonniert haben ohne Account, die mich nicht kennen. Denn mehrere Let's Plays verursachen mir eben... Leggerei und Schießerei macht es nicht leicht von Kills bekommen. Deutsch, Arsch. Also, machen wir voll freudige Späße. Wer heute Morgen, gestern die Geschenke auspackt. Übrigens, hatte ich so Glückskeks geschenkt bekommen. Das ist auch immer so schön, wenn man den aufmacht, liest und dann sind da so mindestens drei Fremdwörter drin, die man erstmal im Lexikon nachgucken muss, ne? Dann erstmal so alles nachgucken, aber was sind das für Glückskekse, ey? Immer diese Chinesen oder wer macht die? Ne, Mo, unser Starcast, der will auch eines Tages mitmachen, also er hat gesagt, er könnte sich Teamspeak holen. Letzte Folge habe ich ihn ja Ex-Freund genannt, der ist jetzt auch bald wieder dabei. Wir machen jetzt mehr Let's Plays, so schnell wir können, aber die Let's Plays werden auch von Woche zu Woche weniger. Was heißt manchmal so zwei Let's Plays in einer Woche, manchmal eins. Ich versuche es montags bis freitags hochzuladen. Der Nick, du musst den Nick mal holen, der ist wieder da. Und, ja, also ich hoffe, es gefällt euch weiterhin. Ihr könnt... bitte, Nick, nicht so laut. Wir hören gerade weihnachtliche Stimmung. Wir sind hier am 24. Dezember schön. Ploxys Kind freut sich schon. Was schenkst du ihm denn? Hast du schon Geschenke für deine Kinder? Natürlich. Oh, das wird so eine schöne Zeit, die Weihnachtszeit. Wir haben schon Geschenke für uns in Brickforce. Paysafe-Karten. Online-Gates. Ja. Wenn wir uns so selber beschenken würden, ne? Okay, ich brauche eine andere Waffe als die Hornet. Ich denke da die ganze Zeit nicht dran. Ich will einfach so ein bisschen Musik hören, mit euch reden und Zeit vertreiben. Gleich schön Filme gucken. Heute ist mein erster Ferientag. Ich nehme das hier schon ein bisschen früher auf, das ist natürlich klar. Du bestimmt auch, Nick, ne? Ja, ich auch. Kannst jetzt nicht sagen, ich bin Bole, ich feier das nicht. Hallo, das hat doch nichts damit zu tun. Das ist doch die gleiche Religion, die gleiche Schule, du Affe. Nein, ich hab die Religion geklaut. Ruhe. Ich klau dir gleich die Wörter. Ploxy, du kannst froh sein, dass das seit Season 3 rausgenommen ist, dass die Nades nicht mehr explodieren, wenn man tot ist. Ich hab sie gerade gezündet. Ah, da war der Ploxy. Ich hab ihn aber noch... Nein, ich hab Mo nicht gekillt. Das hat jemand anderes entweder erledigt, weil ich da 1000 Leute gesehen hab. Wo sind sie denn? Nicht böse nehmen, ich kenne mich immer noch nicht richtig in der Map aus. Aber ich finde die Map schon fast besser als das Original. Ey, übertreib! Hast du mir Tokens gekauft? Ploxy, ich liebe deine Kinder. Die sind genauso wie ich. Also wenn ich nachdenken soll, liebe Abonnenten, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich mir vielleicht für meine Tokens, weil ich noch ein paar übrig habe, vielleicht auch lieber eine Waffe holen soll. In Klammern welche. Ihr wisst ja Bescheid, ich habe ja hier nur das hier in Auswahl als meine Hauptwaffen und Sachen. Ich habe eigentlich noch Blendies, aber die benutze ich nicht.
Denn es ist ein bisschen kompliziert hier, was soll ich benutzen, ne? Also Snake wäre eigentlich ein bisschen besser, aber nicht gerade für mich geeigneter. Ja, das ist ja die Sache. Diese ganzen neuen Waffen, die gerade rauskommen, so welche, die sich lohnenswert sind, für ein paar Tausende von Tokens, hier hätte ich noch was bereits. Leider ist die Bazooka jetzt nicht mehr am Angebot, schade. Naja. Aber ich habe gehört, man soll am 25. im Kalender die Bazooka permanent bekommen. Ah, das wäre ja... Ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass du, ne, dass du deinen Adventskalender nicht täglich aufgemacht hast. Wie soll ich denn auch, wenn ich... müssen nicht alle Abonnenten wissen. Hatte keine Zeit! Ich hatte. Ja. Ja, du guckst die letzte Folge. Das ist es ja gerade. Wir sind in weihnachtlicher Stimmung. Wir nehmen mal den Geheimgang nach drüben. Oh, das ist gar nicht der Geheimgang nach drüben. Ha, geht aber. Ne, Kinder. Mit einer Snake ist es ein bisschen. Hä? Hat der nicht gerade noch eine Snake? Ach, das ist eine Pistole, oder? Ja, das war. Lol. Mo. Mo war damals schon immer im Clan. Der war schon ein paar Folgen drin, wie ich mich nicht täusche. Nachladen geht gerade nicht. Ich wollte eigentlich noch Pistolen-Kills kriegen wegen Mission. Hat der Ploxy da, wie das gerade aussah, sowas wie, haha, habe ich ihn noch gekriegt. Da auf dem Schlitten. Ah, nein! Ah! Mann, der hat mich gesehen. Oh! Ja. Wegen der Fackel, ey. Wegen dieser blöden Fackel. Ja. Ich dachte, du willst jetzt was anderes sagen und nicht Fackel. Was denn, Fackel? Hust. Du mit deinem Hust. Du brauchst erstmal Anti-Husten-Saft. Nee, früher habe ich mit dem Headset ins Spielen, wenn ich gehustet habe, habe ich das Husten und der Drücker einfach so gesagt. Ah, ein Pistolenkill noch, Gott sei Dank. Wisst ihr, wie ekelhaft immer dieser Hustensaft ist, ey? Hust. Ach nein, so kann ich nicht snipern, Kinder. Ja, wie geil. Ich steck dich mit dem Husten an, ich schwör's dir. Du bist das, auch. Das war Scherzhusten. Du bist einfach nur. Okay, irgendwie ist das gemein hier mit der Wafferei. Ich kauf mir nach dem Match etwas mit Tokens. Das haben wir verdient. Für euch ist jetzt der 24. Genießt eure Weihnachtsferien, denn es werden eure letzten sein. Denn dann wird die Welt untergehen. Nein, das ist hier immer so, ey. Dann ist man weitreichender, dann killen sie einen mit Rückstoß. Dann denkt man, dann nimmt man sich die Orion, dann sitzt sie auf einmal direkt neben dir überall. Dann holt man sich jetzt wieder die Hornet, dann sitzt sie wieder alle ein paar Kilometer entfernt. Und dann nimmt man wieder die weitreichende, in meinem Fall, Snake, dann sitzt sie wieder, Tach, ich bin hinter dir. Siehst du jetzt, nimm die Hornet, sie passt überall. Mein Ballenproblem ist, wenn ich hier einen angreife, will ich nicht von ihm weg. Ha, Hauptsache Assist. Heute ist Assist Day. Ja, neuer Tag, nicht wie Repentance Day, wie Assist Day. Was, okay, nein, der Tag gehört schon Jesus. Alter. Was? Wirklich? Ja, ernsthaft. Ernsthaft jetzt? Also, tut mir echt leid, meine Damen und Herren. Unser heutiger richtiger Stargast hat sich verspätet. Er taucht heute nicht auf. Aber, da Jesus... Ploxy, wir müssen dein Kind umtaufen. Okay. Also da Jesus heute nicht anwesend ist, begrüßen wir unseren neuen Stargast. Alter. Ohne Mist, ich bin der Erste, der dir dann dieses Video anguckt und ich geb's sofort ein Dislike. Ach, du bist das die ganze Zeit auf meinem Kanal. Nein, ne? Ja. Du hast doch auch gar keinen Account. Auf einmal! Dann abonniere mich mal! Alter, hab ich schon dreimal! Handy mit PC und mit Tablet! Aber nein, melde dich doch einfach die ganze Zeit dreimal. Ich verwechsel mich immer mit den Farben. Ich dachte jetzt. Tut mir leid wegen Team und so. Ich verwechsel immer die Farben. Tut mir echt leid, Ploxy, dass ich mich für dich killen lasse. Von dir. Dass ich mich für dich. Ups. Übrigens, Weihnachtslieder alle GEMA geschützt werden. Ihr braucht erstmal GEMA-Schutz. Scheiß auf GEMA. Yeah. Ja, das war unser heutiges Weihnachtsspecial. Oder sollen wir noch eine Map draufpacken? Das hat ja nichts mit Weihnachten zu tun, du Lusche. Alter, warst du beim Tier? Mach jetzt nicht einen auf Barney Stinson. Doch, ich war doch dabei. Ich war überall dabei. Nein, jetzt einfach so in der... Weiß.
Einfach so in die Bewerbung schreiben: Danke, Changer. Wollen wir Sniper Hill spielen? Ich hab Legendär. Der ist ja auch noch da. Ja, weil gewöhnlich würde ich jetzt sagen: Tschüss und bis bald, aber packen wir noch was drauf. Ich, der Floxy sagt jetzt gar nichts. Ich weiß, dass er die nächste Weihnachtsmap holt. Nein. Jetzt holt er eine Map namens Jesus. Na, jetzt. Soll ich echt jetzt? Wenn du hast, dann. Dann gibt's einen dritten Dislike. Nee, der hatte bestimmt 1, 3, 2, 1. Nein, mach doch irgendwas Weihnachtliches. Irgendwas, was die Kinder. Oder noch. Sonst machst du Christmas eben. Tut mir echt leid. Ja, Santa Hill. Hab ich auch noch nie gezockt. Also sieht gut aus. Dislikes, ne? Junge, willst du muckeln? Ich melde dich wegen Spam. Hä, wieso? Bin ja. Kann ja auch sagen, das ist einmal mein Bruder, einmal mein anderer Bruder und einmal ich. Ja. Stimmt ja sogar. Und mein zweiter Account heißt nicht zufälligerweise Tietz. Du weißt. Alter. Dein Ernst. Auch ohne mich, dann willst du jemand hier einen Account haben und dann sieht sie das irgendwo im Binder, der schon hat. Ohne Witz, es gibt einen echten Breakfast-Account, der heißt so wie sie. Also, wir singen alle im Chor, okay? 5, 6, 5, 6, 7, 8. Warte, nein, das. Yeah. I wish you a Merry Christmas. Ich dachte schon, ja, Merry Christmas. Und Jingle Bell Rock. Jingle Bell Rock and Jingle Bell. Ich kann nicht mehr. Bitte halt die. Ich hätte die Waffe wechseln sollen. Wir brauchen noch so weihnachtliche. Also wenn ich hier wirklich noch dazu komme, mache ich dann noch irgendwie so Schnee in den Brick Video hier rein. Heißt ja, du gleich sein? Das erste Mal selbst was in dem Video mit Effekten reingetan. Ich will mir Schwanzkondens so aus den Videos rauslöschen. Der Block sieh mal wieder. So schwer ist es dann. Ist schön, dass wir jetzt eine Sniper-Map haben. Da bin ich heute mal gut drin. Oh, komm, ich schieß der in die Hose. Auf die, ins Knie, komm. Breakfast-Figuren sind auch ein bisschen klein. Ich hab vergessen, dass man rüberkommen kann. Oh, komm, willst du den Prinzessin ins. Nein, willst du nicht. War hier. Nein, komm her! Nein, diesmal. Hallo? Wookie joined you, sir. Ja, wie auch immer. Wookie? Okay, der Wookie. User. Die bewegen sich halt nicht so schnell. Ich bin hier gerade in weihnachtlicher Stimmung, du. Frohe Weihnachten! Wer hat die Map gebaut? Ich hab nen M&M Adventskalender. Boah, Nick, red mal ein bisschen Absolut leiser. Gott. Ich wusste es, ich hab's direkt an dem Hamster gesehen. Ich dachte ja, vielleicht. Ich dachte vielleicht hier, Rakura. Wir haben mal wieder die Stars heute. Ne, Ploxy, erster Kill. Hi, Lane Day. Wo ist denn eigentlich Erdchen, der dich wabbelt hätte? Wabbel. Ich hab ihn heute noch nicht gesehen. Ein frohes neues LP wünscht euch euer Epic Lane Day. Present by Imploxy. So ein Fotzenfigaro. Ey Junge, hier gucken kleine Kinder zu. Die wollen sich für Weihnachten beschenken lassen. Und du machst hier. Ja, ich beschenk sie, Alter. Mit ein bisschen Schnee. Der Junge, der macht uns einfach nur fertig, ey. Aber du mit deinen Armbrüsten, Alter. Ey Junge, sei leise. Und am Ellenbogen sogar, ne? Ja, Armbrüste. Mit unter den Achseln kriegst du Brüste. Armbrüste nennt sich das. In Brickforce diesmal. Okay, siehst du. Und die KD ist wieder aufgepimpt. Wir gucken uns mal hier ein bisschen auf der Map um. Ja, der. Der GTA Mage ist auch gerade hier, der will auch was sagen. Lass ihn mal ausreden. Ja, ich hätte eine Frage, ob wir gleich vielleicht auf Sniper 3v3 oder so machen. Bloxy, deine Entscheidung. Ich mach danach erstmal dann keinen mehr. Also, wir warten dann wieder bis Silvester, ne? Oder. Ja, dann sage ich ja, warten wir bis Weihnachten, dann machen wir den LP für Silvester und dann haben wir's. Oder wenn ich dich nicht treffe, du musst auch mal online kommen. Also, ja, du bist oft online, aber ich bin noch nicht da. Okay, ist gemein von mir. Ich sollte mehr online kommen. Ich versuche dich zu treffen, okay, Ploxy? Sag einfach ja. Ich treffe dich gleich. Okay, der Junge macht mir Angst. Ja. Okay. GTA Mage, ich lass dich leben. So lange ich kann.
Nur weil du nicht töten kannst. Boah, von hier aus sehen die diese Geschenke erstmal richtig super aus, du. Boah, Hamsi, ein Dank auf dich. Ich habe den schon vor einem Jahr kennengelernt, als wir in GSG 9 waren. Da habe ich auch den lieben... Sorry, ich mach mal den Nick leiser, der ist schon immer laut. Kann sein. Lautstärke ändern, tut mir echt leid. Genieß die kleine Musik. Ich sehe es auch gerade, der war ein bisschen lauter gestellt. War es mal leiser an einem Tag, kann ich mich nicht täuschen? Toll. Nein, das ist ja wegen dem neuen Headset, deswegen. Oh, sag das doch gleich. Na, man kriegt hier ein paar schöne Kills. Sagen, der sagt mir, was ich höre nie zu. Tu mal so, als wäre ich cool. Ja. Du Fotze, du. Ey Junge, hier gucken kleine Kinder zu. Und die nennen sich. Die nennen sich Bloxy Sayuri. Ja, Chiller. Lane Day. Na, Dylan, du Sack. Gesicht. Dylan minus du Sack. Achso, mal aufchecken. Noch ein Du. Zwei. Ja. Sag gleich unsere ganzen Passwörter noch. Nein, Junge, das ist wirklich ein Passwort. Danke, das ist ein Passwort, das habe ich auch für YouTube. Es ist Pfeffer. Es ist Pfeffer. Ach ja, Junge, komm, Stuhl. Ich check jetzt gleich mal deinen YouTube-Account, das gleiche ist. wieso lachst du? Ich bin Brawler, du weißt. Verdammt, der macht mir Angst, der Junge. Schneller Passwort ändern. Das würde ich hinter Stelle. Aber ich meinte ein ähnliches Passwort, nicht dasselbe. Pipi pupu. Pipi pupu. Okay. Echt gut gemacht, dieser Weihnachtsmann. Gut getroffen, dieser. Oh, oh, da ist jemand hart heute. Das ist der Mad. Nein, wie heißt er? Der Mage. Ich denke, Mage und Magic. Magisch und Magier. Mage heißt ja Magier. Aber GTA Mage. Also GTA ist ja mehr mit Waffenhandel und mit Getöte und ach komm, hören wir auf, mal in GTA zu reden. Nein. Ich meine, wo passt das Mage dazu? Erläutere uns. Heute im Interview mit GTA Mage. Sorry, jetzt habe ich dich gekillt, weil ich gerade mit dir im Interview war. Dann lassen wir es einfach. Du hast dich eine Klatsche. Entscheid dich mal, wie du mich nennen willst. Lane Day oder Dylan. Sag was. Dann nenne ich dich eben wieder Party Square. Hast eigentlich bemerkt, wie die letzte Folge, also die in diesem Fall vorletzte Folge hieß? Ah, der hat's da nicht geguckt. Ja, doch, hab ich geguckt, aber ich hab den Namen nicht. Ich hab den Namen nicht mehr in Erinnerung. Ich hab einen Geheimgang gefunden. Oh. Den Namen nicht mehr in Erinnerung. Ich hab den Namen ja auch gerade gesagt. Like. Du Hure. Was? der sagt du Hure, der fällt sich an. Nein, ich glaub, der. Nein, nicht lustig. Nein, wir meinten dich nicht, Mage. This is a Christmas Let's Play. Jingle bell, jingle all the way. Oh, I thought this was one must open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ich komme hier nicht durch, ich bin zu fett für dieses Loch. This one must open sleigh. Nick, jetzt ist dran. Na 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 na. Sing den Refrain, du kannst das auswendig. Ruhe. Fuck, warte, ich hab noch ein anderes Lied, ich wollte es gerade singen. Aber wir sind hier gerade das am Hören. Das ist hier irgendwie ein Hintergrund. Jingle bells, jingle bells, jingle all. Hi. Ich hab eine Frage. Ja, wir sind immer für Fragen offen. Ja, also ich muss jetzt auch seit dem Morgen wieder auf PS, oder? Ja klar. Ja, wir. Frohe Weihnachten und ho ho ho, wir sind der Weihnachtsmann. Nein, okay, komm ruhig. Also könnte ich morgen wieder aufnehmen? Ja, klar. Nein, darfst du nicht. Ist verboten. Heute ist nur Ausnahme. Morgen kostet 10 Euro. Morgen kostet es 10 Euro. Übrigens, auch ihr könnt unseren Teamspeak-Server beitreten. Kostet nichts, Teamspeak. Ist kostenlos. Boah, ja, sei froh, dass Erdschüler das hier kauft. Ja, aber ich hab ne Frage. Ist kostenlos. Ja, okay, warte. Ja. Ja, ist das mit Passwort? Ich dachte, das ist mit Beförderung von Ploxy. Achso, Ploxy? Das Passwort ist Ploxy. Nein. Der Ploxy ist gerade IFK. Also der ist gerade. Er gibt gerade seiner Familie seine Weihnachtsgeschenke. Ja, Pedro, wir
Ein Pedobär Stofftier. Boah, Mann, warum habe ich das heute nicht in der Stadt gefunden, als ich die. Also, das Let's Play ist ja vorher aufgenommen. Warum habe ich heute nicht, als ich in der Stadt war, ein Pedobär Stofftier gefunden? Tschüss, bis bald. Komm in die Epic Clan Community, da bin ich das nächste Mal. In welchem Clan ist der in Ploxys, ne? Ja. Der ist auch rausgegangen gerade. So ein Sack, die ganze KD umsonst eben geschissen. Jetzt muss ich mit Pistole rüber. Ich glaube zu viel. Double Time. Penis. Okay, wo waren wir? Autsch. Okay, ich bin durcheinander. Wo geht's da? Och, ich sag das doch gleich. Ploxy! Juhu! Weißt du, was ich jetzt sagen würde, wenn ich ein originaler Abonnent von Lane Day wäre? Du bist scheiße. Ich würde sagen, Janik, du bist einfach scheiße. Was redest du? Was erlaubst du dir in einem Let's Play von Lane Day zu reden und nicht in der Map dabei zu sein? Du machst aber auch nicht jetzt Break was an und zockst doch so gleich mit mir, oder? Ich werde niemals wieder dieses Spiel spielen. Niemals. Dann musst du auch nicht mehr in diesen Let's Plays dabei sein. Dann sollte ich eigentlich schon gar nicht mehr auf dem CS sein. Ist ja nicht umsonst ein Community Breakfast Server. Ey, die fliegende Rentiere. Ah, der Hamster, der hat's einfach nur drauf. Das ist ja so ein. Nein, das war nicht Tamagotchi. Sieht aber Tamagotchi ähnlich aus. Es gab auch so Videospiele mit so Hamstern. Aber das habe ich schon auf der Map von Rakura gesagt, wo Hamster auch mitgebaut hat und diesen Hamster gebaut hat als Pixelbild. Junge. Was? Die Abonnenten müssen wir einfach. Ich sag auch immer Abonnenten. Nein, ihr hört nicht zu, dann abonniert mich, dann hört ihr zu. Ja, okay. Also es war mal wieder eine nette Map, Santa Hill von Hamsty. Gleich mal bewerten. Es ist mal wieder eine Hamsty-dere Map. Ja, nicht legendär, Hamsty-dere. Okay, danke fürs Zugucken. Frohe Weihnachten, ein frohes Fest noch. Ich wünsche euch alle viel Spaß. Und packt schön eure Geschenke aus. Ihr könnt sie mir dann über Versandkosten zuschicken, wenn ihr sie nicht haben wollt. Bis bald. Die TS-RP findet ihr dann bei mir. So könnt ihr mich dann auch anschreiben. Ciao.